Hallo Freunde und willkommen zu einem neuen Video meinerseits. Seit einigen Wochen ist schon das letzte F1 2020 Streckenguide-Video rausgekommen. Ihr wisst ja, in der Serie gebe ich euch bestimmte Tipps für die jeweilige Rennstrecke, wo man bremsen muss und so weiter und so fort. Und vor ungefähr 2 Jahren habe ich dieses Video hier veröffentlicht. Da ging es um 5 Tipps für F1 2019, wie ihr allgemein schneller werdet und bessere Rundenzeiten fahrt. Und das möchte ich heute ein bisschen toppen, indem ich das neue Video veröffentliche für F1 2020. Und ich hoffe, ich kann den Fortgeschrittenen unter euch ein bisschen unter die Arme greifen. Und ich würde sagen, ich plapper gar nicht mehr so lange rum. Viel Spaß beim Video und los geht's. Wie es der Titel schon unscheinbar verraten hat, handelt es sich heute um 5 Tipps, die ich euch mit ans Herz geben möchte. Und damit legen wir auch schon los mit Tipp Nummer 1, das Trailbreaking. Bei diesem Tipp handelt es sich um einen ganz wichtigen Bestandteil, welcher unerlässlich ist, wenn man schnell fahren möchte. Genau genommen ist es eine Bremstechnik, wie es der Name ja bereits sagt, die eure Rundenzeiten extrem verbessern kann. Der Schlüssel zum Trailbreaking ist eigentlich relativ simpel. Wenn ihr auf irgendeine Kurve zufahrt, egal wie scharf diese ist, müsst ihr nun folgendes machen. Ihr drückt auf das Bremspedal mit 100%iger Kraft und lenkt daraufhin langsam Richtung Kurvenscheitel in die Kurve ein. Während diesem Einlenkvorgang fangt ihr an, die Bremskraft eures Fußes immer mehr zu verringern, sodass ihr die Bremse beim Schalten noch wieder komplett losgelassen habt. Erstens könnt ihr so den kürzesten Bremsweg verwenden und spart einmal Zeit auf diese Weise. Zweitens verhindert ihr mit diesem Bremsvorgang, dass eure Vorderreifen blockieren und dass ihr anschließend Untersteuern bekommt. Wichtig ist hierbei jedoch, dass der Bremsassistent ausgeschaltet ist, denn schließlich sollte er die ganze Kontrolle über euer Fahrzeug haben. Auch das ABS würde ich nur dann verwenden, wenn ihr noch relativ unsicher ohne Fahrhilfen seid. Dieser Tipp ist der anspruchsvollste, da er wirklich enorm viel Übung auf verschiedenen Rennstrecken erfordert und ebenfalls voraussetzt, dass ihr eigentlich keinerlei Fahrhilfen aktiviert habt. Ich denke aber, dass dieser Tipp durchaus für jeden passend ist, der es versuchen möchte, die letzten Zehntel auf der Rennstrecke zu finden. Als ich diese Technik das erste Mal verwendet habe, war ich wirklich sehr erstaunt, wie viel es bewirken kann. Ich bin im Zeitfahren in Monza vom Platz 3400 bis auf Platz 547 vorgefahren, all das nur, weil ich diese spezielle Bremstechnik angewandt habe. Tipp Nummer 2: Runden von E-Sportlern anschauen. Dieser Punkt mag vielleicht schrecklich theoretisch klingen, dennoch ist er einfach essentiell, um schneller zu werden. Am meisten kann man nun mal von den Schnellsten im F1-Game lernen, daher muss man diese Gelegenheit einfach mal nutzen. Egal ob Marcel Kiefer oder Jano Obmir, beide haben einen YouTube-Channel, auf dem sie regelmäßig Weltrekord-Hotlaps und Rennen posten und, das Beste, die Setups posten sie ebenfalls. Genau aus solchen Videos kann man am meisten mitnehmen. Ihr seht nämlich genau, wo der Einlenkpunkt ist, wo die E-Sportler bremsen und wie sehr sie die Strecke ausnutzen. Jedes einzelne Detail kann behilflich sein, wenn man eine neue Strecke lernen möchte oder generell seine Pace verbessern möchte. Als ich damals noch alle Rennstrecken in F1 2019 lernen musste, weil das erste F1-Game war, wo ich angefangen habe, habe ich immer die Hotlap-Serie von dem World's Fastest Gamer James Baldwin angeschaut, da ich dort einfach extrem viel Mehrwert bekommen habe. Und nun damit zu Tipp Nummer 3. Konstanz ist wichtiger als Qualifying Pace. Das ist ein Tipp, der von den meisten, die hier das Video schauen, missachtet wird und da bin ich mir sicher. Viele machen leider den Fehler, dass sie sich immer als Ziel setzen, im Zeitfahren schneller zu sein und immer weiter vorne zu landen. Aber Leute, hier muss ich euch enttäuschen, denn das ist auf keinen Fall wichtiger als die Konstanz. Was meine ich nun? Wenn man sich die Elite im F1 2020 Spiel anschaut, also F1 eSports, fällt einem sicherlich auf, dass diese 25% Rennen fahren und das im Multiplayer natürlich. Das bedeutet, es gibt Spritverbrauch, Reifenphysik, also Temperatur und Abnutzung, aber auch den Schaden des Fahrzeuges. All das gibt es beim Zeitfahren nicht, da ist es unmöglich, alleine in diesem Modus schnell zu werden. Schnell definiert sich für mich komplett anders. Man muss im Multiplayer in einem 18 Minuten Qualifying die perfekte Runde abliefern und noch viel wichtiger, man muss im Rennen stets eine konstante Pace fahren und darf sich keinerlei Fehler erlauben. Außerdem muss man die Rennstrategie verstehen und zur richtigen Zeit überholen können. Ebenso muss man mit dem Benzinmanagement und dem IRS-Management perfekt klarkommen, denn das ist Grundvoraussetzung. Eine Stunde Zeit fahren mit der Hoffnung, dass man nach 100 Versuchen seine Hotlap unterbietet, das kann jeder. Aber ein 50% Ligarennen mit dynamischem Wetter und den entsprechenden Grip-Verhältnissen konstant zu absolvieren, das können nur sehr wenige. Und ich glaube, dass die meisten von euch nun verstehen, was ich damit meine. Um auf Dauer schneller zu werden, müsst ihr in verschiedenen Modi trainieren. Es mag sein, dass ihr im Zeitfahren unter den Top 100 seid, aber das bedeutet noch lange nicht, dass ihr euch in einem Online-Qualifying mit derselben Zeit qualifizieren könntet. Das habe ich nämlich selbst schon oft erlebt, dass ich im Zeitfahren mega schnell war und im Online-Multiplayer einfach nur reingekackt habe. Außerdem würdet ihr im Rennen mit dem Zeitfahr-Setup so oder so nur hinterherfahren, da es wie gesagt keine Reifenphysik gibt und so weiter und so fort. Euch bringt eine schnelle Runde generell nichts, wenn ihr im Rennen nicht konstant unterwegs seid. Das ist viel wichtiger, als im Qualifying eine starke Pace zu haben.
Ich würde euch daher unbedingt empfehlen, 70% eurer Zeit in Online-Events und 25% bzw. 50% Rennen zu stecken. Die restliche Zeit, also 30%, würde ich für Qualifying-Übungen aufheben. Ganz wichtig, den Zeitfahrmodus würde ich lediglich verwenden, wenn ich eine neue Rennstrecke lernen möchte und auf keinen Fall, um die Qualifying Base zu verbessern. Denke, dass dieser Tipp die Trainingsweise und Herangehensweise an das F1 2020 Game von euch verändern wird. Natürlich gibt es auch welche unter euch, die das alles schon beherrschen, aber diejenigen, für die das gerade neu war, die werden unglaubliche Ergebnisse sehen, wenn sie an diese Trainingsweise halten. Tipp Nummer 4, Short Shifting. Hier handelt es sich ähnlich wie beim ersten Punkt um etwas Praktisches. Doch dieses Mal zeige ich euch keine Bremstechnik, sondern die richtige Technik beim Schalten, insbesondere in den unteren Gängen. Wenn ihr aus einer Kurve heraus beschleunigt oder einen Rennstart macht, dann müsst ihr diese Technik unbedingt verwenden. Sobald ihr am Kurvenscheitel seid, müsst ihr sanft auf das Gas gehen und in den Gängen 2 und 3 extrem schnell hochschalten, noch lange bevor die Drehzahl lila leuchtet. Das ist sehr effektiv, da ihr so viel mehr Grip an der Hinterachse habt und die Reifenabnutzung auch nicht zu hoch ist. Außerdem verleiht diese Technik beim Schalten, vor allem wenn ihr euch noch am Kurvenscheitel befindet, ein wenig Rotation für das Fahrzeug, sodass ihr etwas leichter um die Kurve kommt. Auch E-Sportler verwenden diese Technik sowohl im Qualifying als auch im Rennen. Am besten kann man diese Technik meiner Meinung nach in Silverstone üben, da es dort im ersten Sektor ziemlich langsame Kurven gibt, wo man especially diese Rotation vom Fahrzeug richtig gut bekommen kann. Ihr werdet es sicherlich merken, wenn ihr diese Technik beherrscht, dass sie vor allem beim Grip aus der Kurve von großer Bedeutung ist. So werdet ihr garantiert um mehrere Zehntel schneller. Tipp Nummer 5, F1 2020 ist keine Simulation, also fahrt das Spiel auch nicht so. Ich denke, dass dieser Tipp extrem gut zum Ende des Videos passt, da ich euch sagen möchte, dass es wirklich wichtig ist, als was ihr dieses Game wahrnimmt. Ich bin extrem oft bei E-Sports Events in Raceroom Racing Experience mit dabei, weil das eine sehr gute Rennsimulation ist. Aber ihr müsst einfach wissen, dass F1 2020 keine Simulation ist und das merke ich jedes Mal, wenn ich nach Raceroom ein paar Runden in F1 drehe. Nicht nur ich, sondern viele andere Simracer nennen das Spiel Arcade anstatt Rennsimulation und daher denke ich, dass jeder das im Kopf behalten sollte. Denn tatsächlich kann euch das richtige Mindset so schneller machen. Man kann nicht die gleiche Herangehensweise hernehmen wie bei einer waschechten Rennsimulation. Das heißt, ihr müsst dieses Game so fahren, wie es sich gehört, als ganz normales, stinknormales Rennspiel. Vor allem jetzt, wo Codemasters von EA gekauft wurde, ist es unrealistisch zu erwarten, dass der Nachfolger, also F1 2021, in Richtung Rennsimulation gehen wird. Doch was meint ihr? Wird das neue Game besser? Schreibt es doch einfach mal unten in die Kommentare. Ja, und das war's eigentlich auch mit dem heutigen Video. Wenn ich euch mit diesen 5 Tipps etwas helfen und weiterbringen konnte, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und wenn ihr mich unterstützen möchtet in der Zukunft, mehr Videos sehen möchtet, dann abonniert gerne den Kanal, denn darüber freue ich mich immer besonders. Also dann heißt es von meiner Seite bloß noch, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao!